Ja, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Oxygen Not Included. Wir sind nach wie vor im Occupational Upgrade. Ich habe eine ganze Zeit jetzt offline weitergespielt, weil ich ja, mich selber einfach mit vielen Dingen ein bisschen beschäftigen musste. Und ja, ich habe euch sehr viel zu zeigen. Also es waren so, ich glaube, fast 40 Zyklen, die ich jetzt hier ja, offline gespielt habe. Also fangen wir mal hier an oder hier. Der Schmutzwassertank hier ist fertig. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob das noch im Video war, aber ich glaube schon, dass wir hier die Toiletten und die Waschbecken gebaut haben. Ja, dann haben wir hier unten die Schleuse. Hätte ich gemacht für die Duplikanten, damit die nicht hier ständig durchlaufen. Haben dann hier außenrum die Treppe gelegt. Hier einen weiteren Transformator. Wir haben hier eine ganze Ecke. Ja, Leitungen, wie ihr sehen könnt. Ja, wo machen wir weiter? Wir haben hier auch nicht unbedingt viel geschafft, aber ein bisschen. Hier unten kann man allerdings das Öl sehen. Da müssen wir hin. So machen wir mal hier weiter. Hier haben wir ein bisschen aufgerissen das Ganze. Haben hier einen Wasserstoffgenerator gebaut. Hier einen Raum für die Sauerstoffproduktion. Ich zeige euch das Ganze mal hier in dem Overlay. Das sieht vielleicht ein bisschen wild aus. Ist es, glaube ich, auch. Aber wir haben hier halt zwei Pumpen und ein paar Elektrolyser, die Sauerstoff und Wasserstoff herstellen. Haben hier einen Filter, wo der Wasserstoff direkt zum Wasserstoffgenerator gepumpt wird und der Sauerstoff Richtung Kolonien. Und ja, hier haben wir immer noch unsere Pumpe und unseren Elektrolyser, wo wir auch ein bisschen abpumpen, aber auch hier diesen Bereich zunehmend mit Sauerstoff füllen wollen. Ja, ansonsten hier unten, es füllt sich so langsam mit Wasser, da werden wir jetzt demnächst mal ein paar Düngerfabriken bauen, aber ja, da sind wir noch nicht ganz, beziehungsweise passiert das in absehbarer Zeit. Ja, dann hatten wir massive Stressprobleme. Daraufhin habe ich hier jetzt allerdings erst vor 2 oder 3 Zyklen gebaut. Hier eine Graupelweizenkornfarm. Die sind alle gedüngt und da müssten die in 18 Zyklen, das ist immer schon noch nicht wenig, aber die haben dann eine recht hohe ja, Abwurfmenge. Ich weiß gar nicht, ob man das hier irgendwo sehen kann. Graupelweizenkorn 18. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier die Grillstation abgebaut. Da zeige ich euch gleich noch, was ich da gemacht habe. Ja, hier unseren Massageraum haben wir fertig. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir den Stress im Griff haben, weil ich habe die eins unterschiedlich eingestellt. Eine für 80%, 60% und zwei für 40%, damit Duplikanten mit höherem Stress hier auf jeden Fall immer also einen Massagetisch dann frei haben. Ja, worauf ich so ein bisschen stolz bin. Ich habe nur einen Duplikanten dazugeholt. Aber es gab nicht einen einzigen Todesfall. Also Zwieback, du kannst beruhigt sein. Der fleißigste Duplikant aller Duplikanten ist immer noch im Einsatz. Ist auch nicht mehr ganz so oft krank wie zu Beginn. Also der wird ein bisschen fitter. Ja, dann habe ich hier unsere Speisesäle auseinandergebaut. Das zeige ich euch gleich als letztes, wie wir das gemacht haben. Ja, hier Dornenblüten. Der Raum ist eigentlich ziemlich unverändert. Den werden wir aber demnächst noch verändern. Da habe ich so ein paar Ideen noch. Ja, dann können wir hier nochmal ein bisschen aufwischen. So, kommen wir zum Essensraum. Das Ganze ist nicht meine Idee. Das habe ich von jemand anders übernommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei Reddit gesehen habe oder. Ja, ich glaube schon, dass ich das da gesehen habe. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wir haben hier einen Raum, der eigentlich nur durch 4 Türen ja, betreten werden kann. Wir haben hier eine Tür und hier eine Tür, die als Eingänge gelten. Dieses hier sind reine Ausgänge, außer für unsere Farmer, Köche und Träger. Das gleiche mit dieser Tür hier, bloß natürlich in die andere Richtung. So, jetzt passiert hier Folgendes. Wir haben hier eine automatische Luftschleuse mit einer Automatisierungskapsel und die öffnet sich jeden Morgen,
nach dem Aufstehen. Für eine Zeit, ich hatte jetzt mal 15% gemacht, das kann man sicherlich variieren, und haben alle Tische auch hier drin gebaut. Das gleiche haben wir hier mit einer anderen Tür, allerdings öffnet die sich so grob zur Mittagszeit, sagen wir mal, auch dann nur für 10%. Auch über diese Türen können die den Raum nicht verlassen, also sondern lediglich reinkommen. Ausgänge sind dann hier. Da dürfen alle raus, ne, in beide Richtungen. Und natürlich die Duplikanten, die war hier, wie gesagt, Köche und so weiter, die dürfen natürlich in beide Richtungen hier rein. Die müssen hier unten die Kühlschränke befüllen und so weiter. Ja, jetzt fragen sich vielleicht einige, warum haben wir das gemacht? Zum einen ist, oder der Hauptgrund ist eigentlich die Effizienz. Wir haben ganz oft oder sehr oft die Situation, dass ein Duplikant irgendwas aufsammelt, rennt damit los, will das irgendwo hier oben einbauen und überlegt sich dann kurz vorher, oh, ich habe eigentlich auch wohl ein bisschen Hunger, und marschiert dann, rennt dann ganz zurück, hier, isst was und rennt dann wieder woanders hin und macht die nächste Aufgabe. Das ist nicht sehr effizient. Jetzt haben wir das so gemacht, dass wir diesen Raum hier betreten haben. Jetzt kriegen wir natürlich hier die Meldung unerreichbare Nahrung, die drei. Allerdings, ich lasse das Spiel auch mal ein bisschen schneller laufen. Habe ich das Ganze jetzt so seit, ich glaube, 15 Zyklen im Einsatz, und ich hatte noch nicht einmal das Problem, dass auch nur annähernd irgendjemand verhungert wäre. Darum, ja, klappt das sehr gut. Also eins habe ich vergessen: Diese Tür hier zu unserem Produktionsraum ist natürlich dasselbe. Da dürfen auch nur die entsprechenden rein. Raus alle für den Fall, dass da doch mal irgendwie einer durch irgendeinen Zufall reingelangt. Da fällt mir aber gerade ein, wir haben ja hier noch eine Tür mehr, wo wir das Ganze auch machen müssen. Also Ellie ist das, Lehrer, Ari, und irgendwo habe ich jetzt den Aschgarn übersehen, da. So, alle anderen dürfen nur raus. Sonst könnten die sich natürlich hier dann Essen holen, das sollen die eigentlich nicht. Hier haben wir die beiden Grillstationen aufgebaut, wo wir zum einen Knorpelbeeren bauen oder Frostbrötchen in der anderen. Die Knorpelbeeren, also die Dornbeeren, dafür bekommen wir hier, und die wie heißen die Dinger genau? Graupelweizen, Körner, die bekommen wir hier raus. Wir haben hier extra diese Farmstation gebaut, damit wir da auch mal ein paar mehr haben. Und ja, das ist halt der Plan bei dem Ganzen. Also ich finde diese Idee total genial. Will mich da auch gar nicht mit schmücken, das ist nicht meine Idee. Aber das habe ich direkt mal in etwas abgewandelter Form, muss ich dazu sagen, habe ich das mal nachgebaut, und das funktioniert super. Also ich bin total begeistert und ja, kann euch nur empfehlen, das ähnlich zu bauen. Ja. Ach so, was ich hier noch überprüfen wollte, das habe ich noch gar nicht. Wir bekommen nicht. Okay, der Raum ist viel zu groß für den Speisesaalbonus. Könnte man aber wahrscheinlich erreichen. Das probieren wir mal. Diesen Tisch hier zerlegen wir. Ellie bekommt hier unten einen neuen Tisch. Und dann zerlegen wir mal diesen Stein und bauen hier eine Tür ein. Dann müssten wir eigentlich auch für beide Räume den Speisesaal Bonus noch bekommen. Den sollte man natürlich nicht verschenken. So, Priorität hochsetzen. Ja, jetzt seht ihr natürlich, die Nacht ist vorbei. Frühstückszeit, jetzt fangen erstmal alle an hier zu futtern. So. Wartet auf Materiallieferung, Eisenerze. Das kann natürlich sein, dass das jetzt hier aufgrund der Pausenzeit, ja, das haben sie jetzt nicht geschafft, aber dann wird es vielleicht in der Mittagspause gebaut oder am nächsten Morgen. Das eilt ja nicht. Aber dann müssten wir den Raumbonus hier haben. Ja, was habe ich irgendwas vergessen? Achso, wir haben hier die Sauerstoffleitung gebaut für Sauerstoff. Wer hätte das gedacht? Ja, das wird allerdings, oder werden wir noch überarbeiten. Dann läuft der
Kohlenstoffdioxid jetzt hier oben rein, weil da war nicht genügend Atmosphäre vorhanden, als dass die Pflanzen vernünftig wachsen können, und natürlich weiterhin hier zu unserem Luftreiniger. Ja, dann habe ich etwas, das hätten wir schon längst machen können, aber habe ich extra gewartet, bis ihr dabei sein könnt. Und zwar haben wir ein paar Jobs gemastert. Der Ladebildschirm für die Jobs dauert jetzt noch viel, viel länger, als das vorher der Fall war. Müssen wir jetzt eben drauf warten. Das nützt nun mal nichts. Ich kann auch jetzt nichts anderes machen, sonst hätte ich euch noch ein bisschen was zeigen können. Ja, also das meinte ich mit, der Ladebildschirm dauert mittlerweile sehr lange für die Jobs. Es ist eine Preview-Version, das muss man den ganzen zugute halten. Aber ja. Es ist ein wenig Geduld gefragt. Ich nutze das mal gerade, um eine Kleinigkeit zu trinken. So, da sind wir endlich. Und zwar ist der Hassan fertig, der Ingenieur. Der kann jetzt Mechatronics-Ingenieur werden. Und das wird er auch. So. Somit müssten wir unseren Ohrtransferarm oder wie der heißt, bedienen können. Dann ist Travaldo fertig. Den können wir eine Stufe hochsetzen. Ashkan ist, aber Schutzanzug-Spezialist brauchen wir eigentlich keinen. Ari. Ja, die Frage ist, welchen Vorteil haben wir dadurch? Ja, ich sehe nicht so wirklich. Wir lassen das einfach erstmal, das brauchen wir gerade nicht. Wir wollen uns da nicht noch mehr Stress reinholen. Ich habe die Berufe hier unten ein bisschen anders eingeteilt. Zum Beispiel bei den Köchen und Farmern, die sollen nicht bauen, graben und so ein Krams. Das hält die nur von ihrer eigentlichen Arbeit ab. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal. Denn eigentlich müsste der müsste jetzt gebaut werden können, und dann bin ich hier mal gespannt. Der müsste dann nämlich unseren Kohlegenerator mit Kohle versorgen können. Ja, und da kommt auch schon jemand, der das Ding fertig baut. So, jetzt müssen wir natürlich hier mal. Der ist immer ein schlechter Ort zum Warten, hier im Kalten. Wenn die ein bisschen intelligenter wären, das wäre auch schon hilfreich, dass die nicht so einen Ort hier ständig. Na gut. So, Kohlegenerator steht auf 4, der steht auf 3, das passt. Jetzt muss der natürlich auch. Ja, ich stelle einfach mal die Batterieladeschwelle hoch. Dann müsste er ja. Oh, man sieht schon hier direkt, wie es losgeht. Dass er mit Kohle versorgt wird. Ich lasse das Spiel jetzt mal langsamer laufen. Dass wir das Ganze gleich nochmal sehen. Ja, gut. Wenn natürlich jetzt irgendwann den. Da hat ein Duplikant die weitere Kohle gebracht. Ja, keine Ahnung warum. Ja, auf jeden Fall habt ihr gesehen, ich weiß jetzt wie gesagt nicht, warum dann noch ein Duplikant gekommen ist und Kohle gebracht. Das macht eigentlich ja recht wenig Sinn, aber gut, so, ich wollte euch auch nur zeigen, wie das funktioniert, und das kann man natürlich dann
an allen möglichen Einsatzzwecken so nutzen. Ach so, ich habe ja noch was vergessen. Wir haben hier ja eine intelligente Batterie gebaut. Erstmal für den Anschluss. Wir haben hier ein Automatisierungsoverlay, also einfach nur die Batterie funktioniert ganz simpel an die entsprechenden Generatoren anschließen. So, und dann hat man hier Einstellungsmöglichkeiten. Also man kann ja einstellen, bei welchem Batterieladezustand die Generatoren anschalten sollen. Das habe ich hier auf 20% gestellt. Und bei 95% können sie sich abstellen. Ja, das heißt, wir haben gerade bis 95% vollgeladen und jetzt sinkt langsam der Batteriezustand. Und ja, dann wird gleich irgendwann, ein bisschen ist es noch hin, können das Ganze ja mal laufen lassen. So, und dann könnt ihr gleich sehen, wenn wir bei unter 20% sind, das müsste jetzt gleich eigentlich der Fall sein. Genau, und dann springt es um, die Generatoren starten und los geht's. Hat natürlich den super positiven Effekt. Wir verbrauchen bei oder verschwenden viel weniger Ressourcen, als das vorher der Fall war. Das ist jetzt bei diesen drei Generatoren hier, fällt das kaum ins Gewicht, aber wenn wir da natürlich eine größere Batterie haben, wie ich das in anderen Kolonien schon gehabt habe, dann sieht das Ganze natürlich ganz, ganz anders aus, ne? Das hier können wir mal wegklicken, das haben wir alles schon gesehen. Ja, das war also im Groben die Zusammenfassung, was hier alles so passiert ist. War eine ganze Menge. Hier haben wir noch eine Pumpe gebaut, womit wir den Kohlenstoffdioxid hier reingepumpt haben. Gerade mal gucken, na gut, da ist ausreichend drin. Ja, Sauerstoff ist ein kleines Problem. Darum würde ich nämlich ganz gerne. Ja, hier musste ich hin. Ich habe das alles jetzt hier in einer Leitung, einer Sauerstoffleitung. Das werden wir auf jeden Fall noch ändern. Ja, wahrscheinlich werden wir es dahingehend ändern. Wir bauen einfach hier unten. Ups. Ja, ich weiß, Zwieback, wenn du das siehst, ich denke an dich. Da gab es ja so einen schönen, einfachen Trick. Ich weiß nicht, warum ich den mal wieder nicht nutze. Hier können wir natürlich das auch so machen. Und zerlegen hier mal das und das. Dann können wir da nämlich die Rohrleitung gleich für das andere benutzen. Können wir auch zerlegen. Genau, so. So, ja, dann müssen wir hier weiter und zwar Lüftung, Gasleitung. Hier bauen wir jetzt aus Avicennin. Müssen wir in die Kolonie irgendwo rein. Ich würde mal sagen, das machen wir hier. Gehen dann hier ran. Und wo trennen wir das denn hier ab? Ich würde sagen, wir machen das mal. Nein, jetzt machen wir noch anders. Wir machen das so. Zerlegen hier die Gasleitung, brechen das ab und zerlegen auch hier die Gasleitung. Dann haben wir genau, machen dann aber noch Folgendes. Wir bauen hier auch noch. Die Frage ist, wo? Machen wir einfach mal hier. So, bauen hier noch einen Gasabzug, damit wir den Bereich hier oben mal besser versorgen. Ach so.
So, hier kommt natürlich jetzt keiner rein. Da müssen wir es vorübergehend mal eben so machen, bis das hier fertig gebaut ist. Das sollte ja so schlimm lange nicht dauern. Okay, und dann müssen wir hier ran. Lüftung. Einmal brauchen wir eine Brücke. Und dann brauchen wir noch, hier können wir ruhig aus Granit bauen. Müssen wir es so machen. Diese Gasbrücke können wir zerlegen. Die auch. So, und dann können wir hier noch ein paar Gasleitungen zerlegen, nämlich von hier bis hier. Von hier bis hier. Da und auch diese Gasbrücke brauchen wir nicht mehr, können wir auch zerlegen. So, und dann müsste es eigentlich funktionieren. So, hier mal ein bisschen Gas geben mit dem Zerlegen. Das hier oben ist schon fast alles gebaut, okay. Dann muss es hier gleich noch gebaut werden. Ja, das würde ich ganz gerne noch eben sehen, dass das alles so funktioniert, wie es soll. So, die Tür wieder auf 2, die braucht nicht auf 5 stehen. So, wenn wir hier jetzt wieder einfach mal kurz den Ohrtransfer im Auge behalten, ich stelle das an und der holt direkt los, holt die Kohle da raus und packt sie darüber. Also perfekt. Wenn ich jetzt natürlich das auf 30% stehen lasse und die Batterien fallen auf 30%, dann würde er das natürlich auch machen, ohne dass ich jetzt rumfummeln. Das mache ich nur zu Vorführzwecken. So, ist es hier fertig? Nein, ein Teil ist zerlegt, aber das hier ist noch nicht gebaut. Ist auch noch kein Granit geliefert, okay. Ist denn hier alles jetzt fertig? Zerlegt ist es. Hier ist es noch nicht fertig. Aber hier, na, hier auch noch nicht. Ist auch noch fast. Na gut, gönnt euch die Nacht. Dann könnt ihr gleich schon was. Oh, wir haben auch wieder einige Kranke. Mal gucken, ob Zwieback dabei ist. Na, wie sollte es anders sein? Der Arme. Ich hätte auch schon mal längst. Das machen wir jetzt auch einfach. Hätte ich schon längst mal machen sollen, einen Webstuhl bauen. Weiß nicht, was mich da immer von abgehalten hat, aber das ist immer ein Problem, sowas. Ja, könnte sagen, ist nicht meine Priorität, drücken wir es mal so aus. So, hier ist es fertig, hier ist es immer noch nicht fertig, mein Gott. Ja, jetzt tut sich aber was, da wurde zumindest mal geliefert. Das läuft jetzt. Hier geht es noch nicht weiter, weil es hier nicht fertig ist. Könnte doch jetzt so langsam mal jemand kommen. Forschung, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben die Forschung alles, ja. Alles erforscht, aber das hat, glaube ich, bis, weiß nicht, 125 oder sowas ungefähr gedauert, bis wir die letzten Sachen erforscht hatten. Da kommt noch ein Stück Leitung. Daran kann es doch jetzt nicht scheitern. Da kommt da jemand? Nein. Ja, da ist jemand geliefert. Und es fehlt immer noch 20 Kilogramm. Jetzt muss es nur noch gebaut werden, na los. Da muss sich doch mal jemand erbarmen. Oh, das kann nicht wahr sein, oder? Ich
Bisschen das Gefühl, die wollen mich auch ärgern. Ja. Verkehrt. So, jetzt, ja, da kommt der Sauerstoff. Sehr schön. Ja, hier wird mittlerweile fast mehr Chlor angezogen als Sauerstoff. Das können wir vielleicht noch ein bisschen beeinflussen, indem wir das noch so bauen, dann geht der Sauerstoff nicht direkt nach hier weg und der Chlor zieht hier rein. Das hilft mit Sicherheit. Erstmal wird wieder geschlafen. Achso, hier müssen wir jetzt natürlich die Tür wieder ändern, dass dann nicht jeder rein darf. Sonst funktioniert unser System hier nicht. Dürfen halt nirgendwo einen direkten Zugriff auf Nahrung haben. Wie läuft's hier? Ach schon, 39%. Das ist sehr schnell. Die wurden ungefähr gepflanzt, als dieser hier geerntet wurde. Der ist bei 10%, also haben wir hier die vierfache Geschwindigkeit. Der passt ja auch dazu. 18 Zyklen anstatt 72. Ja, was ist hier? Bewässerung. Warum? Wir haben doch eigentlich hier genügend Wasser. Gerade mal gucken, ob ich da vielleicht vergessen habe, die Leitungen zu bauen, aber sieht mir eigentlich nicht so aus. Nee. Na gut, ist wie es ist. Wenn dann da drei Stück von nicht funktionieren, werden wir da auch mit klarkommen. Okay, ich wische hier mal auf. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir hier alles jetzt so fabriziert haben in der Zeit, in der Offline-Zeit oder was ich fabriziert habe. Vielleicht, wir können hier jetzt warme Pullover herstellen. Wie viel haben wir denn? Oh, das ist ziemlich überschaubar, aber wir bauen mal die drei Stück. Und Zywak, du bist auf jeden Fall der Erste, der einen bekommt, damit du nicht ständig krank wirst. Ja. Hier wird auch fleißig der Massagetisch benutzt. Jo, Nahrung ist auch gut. Natürlich ist der Hauptanteil davon Mehl aus, aber ja, Bewässerung. Ja, das machen wir in der nächsten Folge, dass wir da, oder in der übernächsten, mal schauen, in einer der nächsten Folgen, dass wir da weitere Dornenblüten. Warum sind die denn auf 2? Das ist natürlich auch Quatsch hoch 10. Das ist kein Wunder, dass sie nicht bewässert werden. Körpertemperatur, ist es hier zu kalt oder? Ach, du ahnst es nicht, ja. Entwurzeln. Ja, stimmt, wir haben natürlich sehr viel kalten Sauerstoff, den wir hier reinpumpen. Aber ja. Den können wir mal hier werden wir auch was freigraben für die Luftzirkulation. Machen wir diesen ganzen Bereich hier oder das meiste zumindest frei. Jetzt kann Travaldo nicht ins Bett. Ach so, ja, okay. Kommt da nicht mehr hoch. Ja. Wird er verkraften. Falls ihr euch wundert, wo dieses ganze verschmutzte Wasser immer herkommt, das kommt von hier oben. Mal überlegt, was wir da, wie wir das stoppen können. Vielleicht bauen wir hier mal
Ich bin überrascht, dass wir unsere ganze Kolonie, all das, was wir hier so gebaut haben, mit diesen paar Kraftwerken hier versorgen können. Das ist, jo, verwundert mich ein bisschen. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas automatisiert haben, aber ich glaube noch nicht. Ne, hier halt die beiden Türen und ansonsten nur hier. Okay. Ja, ich würde mal sagen. Achso, ich wollte noch gucken. Ah ja, jetzt haben wir hier unsere Speisesäle. Perfekt. 59 und 56 Felder groß. Achso, hier oben haben wir noch die Luke. Ja, gibt es eigentlich auch einen Kochraum? Nee, ne? Nee. Allerdings würde es ja vielleicht Sinn machen, das fällt mir gerade mal so ein, wenn wir hier noch einen Kantinentisch aufbauen, dann müsste das hier ja eigentlich auch ein, wobei ich nicht weiß, als was diese Gebäude hier zählen, aber müsste das ja theoretisch auch ein Essensraum sein. Das schauen wir uns nochmal ganz kurz an, weil wenn wir das nicht direkt machen, dann in der nächsten Folge habe ich das garantiert vergessen, das nachzugucken. Ist ja bald Nacht und dann am Morgen können wir das dann bauen. Die wischen sich ja auch ein Wolf. Aber der Stein ist fertig, also müssen wir in Zukunft nur noch hier wischen. Oh, ist der erste Pullover hier fertig, oder? Warmer Pullover anziehen, Zwieback. Ja, viel Spaß damit. Wo haben wir dich denn da? Dann gucken wir uns. Du bist aber schneller als Bubbles. Er flitzt hier durch die Gegend. Gucken wir uns das Ganze gleich mal an, wie du dir deinen schönen Pullover abholst. Oh, es leckt ein bisschen mehr. Oh, es verhungert jemand, okay. Hassan. Kalorien. Wir gucken gleich mal, ob sich der Gute rumtreibt. Jetzt schauen wir uns hier erstmal an, wie es einen neuen Pulli gibt. Es gibt keinen neuen Pulli, es gibt erstmal was zu essen. Ja, dann können wir auch erst gucken, wo der Hassan ist. Aha, auf Toilette. Hände waschen und wahrscheinlich ist jetzt schon wieder. Ja, die Tür ist schon wieder auf. Naja, geschlossen. Vitalwerte, wie viel? 794, okay. Ist wahrscheinlich jetzt der erste. Wir lassen einfach mal laufen. Ich denke, der schafft es auch so bis zum Mittag durchzukommen. Und dann was zu essen. Jetzt haben wir wahrscheinlich den tollen Moment. Ja, wir haben den Moment verpasst. Wie sollte es anders sein? Aber, lieber Zwieback, du siehst hier, dir dürfte jetzt ein zugewiesen. Wo haben wir es? Kleidung, ein warmer Pullover. Ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Ja, so, wo haben wir unseren lieben Hassan? Vitalwerte, was tut
Wo turnt der denn hier jetzt so rum? Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. So, jetzt müssen aber gleich irgendwann die Türen aufgehen. Jo. Interessant, kann was essen. Lass es dir schmecken. Na gut, dann pfeift dir gar nicht am besten noch was rein. Oh, da geht aber hoch, die Kalorien sind ja schon bei 2400. Oh, sehr gut. Okay, ja, hat also auch funktioniert, ohne dass wir da in irgendeiner Form eingreifen mussten. War sicherlich ein bisschen knapp, das will ich nicht sagen, aber ja. Funktioniert hat es trotzdem. Achso, der Kantinentisch ist fertig und ja, es ist auch ein Speisesaal. Okay, das heißt, unsere Köche bekommen, wenn sie den Raum hier betreten, auch einen Bonus. Ja, okay, gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann mal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat sich ja sehr viel geändert, wie ich finde. Wir haben an vielen Stellen verbessert, an manch anderen müssen wir noch deutlich verbessern, aber das machen wir dann in den nächsten Folgen. Also, tschüss. Achso, was ich vergessen habe, ihr dürft mich gerne immer mir eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar schreiben, wenn ihr eine Frage habt oder einen Tipp habt oder sowas. Ne? Einfach in die Kommentare oder wenn ihr eine Benachrichtigung wollt, wenn neue Videos von mir online gehen, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Zurzeit ist es so, dass ich zwei Videos am Tag hochlade, nur für Oxygen Not Included. Das wird sich sicherlich in Zukunft wieder ändern, dass ich dann auch wieder andere Spiele mache und oder vielleicht nur ein Video, vielleicht kommen auch mal drei Videos am Tag. Das liegt immer ganz dran, wie ich ja, Zeit habe und wie ich auch Lust habe, Videos zu machen. Ne? Ja, das nur eben zur Info. Dann würde ich sagen, tschüss an dieser Stelle, macht's gut, bis bald und bye bye.